Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8. Endlich ist es soweit. Wir werden jetzt uns auf Liu Biao's Seite begeben und Sun Jian besiegen. Beziehungsweise auch seine ganzen Söhne. Wir machen jetzt nicht die Schlacht von Xiang Yang auf der Seite von Liu Biao. Warum greift Sun Jian überhaupt Liu Biao an? Fragt ihr euch. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Liu Biao sollte eigentlich an der Schlacht am Ulaotor teilnehmen gegen Dong Zhuo, vorrücken gegen den Tyrannen. Hat aber dann kurzzeitig noch, also kurz vor der Schlacht dann gesagt, nee, ich mache jetzt doch nicht. Und nach der Schlacht am Ulaotor wollte Sun Jian sich eben halt für dieses Handeln rächen, weil Liu Biao sich im Sinne der Han war. Und genau deswegen, die Schlacht von Xiang Yang sollte allerdings Sun Jians letzte Schlacht sein. Lu Gong hat ihn in den Tag gelockt und umgebracht. Weißt du was, 3 hat Kuai Yue Shine auf Sun Jian geschmissen und deswegen ist er gestorben, aber es ist historisch nicht so gewesen. Na gut, Schlacht von Xiang Yang, Liu Biao. Sun Jian hat Liu Biao und Xiang Yang angegriffen. Vereiteln sie Überraschungsangriff des Feindes und besiegen sie Sun Jian. Gut, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also ich möchte ja wieder nicht, dass wir doppelte Offiziere haben. Das heißt, zu Liu Biao passen nur 3 Offiziere. Zu dem Zeitpunkt waren nicht Huang Zhong, Wei Yan und Gan Ning in seinen Rängen. Von den spielbaren Offizieren jedenfalls. Wei Yan und Huang Zhong nehmen bereits teil an Liu Biaos Seite, aber Gan Ning nicht. Aber Gan Ning war ein Offizier von Liu Biao zu diesem Zeitpunkt noch. Er dient noch nicht den Wu. Deswegen spielen wir mit Gan Ning. Gut, das müsste alles so passen. Ja, es passt. Auch hier. Red Hair, so will ich das sehen. Let's go. Gegen Sun Jian. Da bin ich echt jetzt mal gespannt. Im Hintergrund unser adliger Freund hier. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt wohl Sun Jian in der Falle locken? Müssen wir Lu Gong helfen, Sun Jian zu besiegen? Ich weiß nicht, wie es gestaltet ist. Vielleicht ist es auch ganz simpel nur. Also, episch wie in Dark Souls 3 bestimmt nicht. So, schauen wir uns erstmal die Lage an. Hier, Huang Zhong und Wei Yan. Wo ist Lu Gong? Da ist Lu Gong. Mhm. Ja, aber Sun Jian ist da in seiner Burg. Ich glaube, den werden wir jetzt hier gar nicht mit Lu Gong vernichten. Es gibt gar keine Todessequenz und Falle mit Lu Gong. Na, schade. Sun Jian, Sun Cheng Xiang, Huang Gai, Sun Ce, Sun Quan, Lian Qi, Han Dang, Su Zi ist auch noch ganz cool und Sheng Pu. Okay, let's go! Zizi, Sun Ce und Sun Quan. Das sollte machbar sein. Ist jetzt sowieso nicht die schwierigste Schlacht. Denn die Schwierigkeit ist sehr, sehr weit unten angesetzt, weil es ja die erste Schlacht im Wu-Szenario war. Das kriegen wir locker flockig hin hier. Vor allem hier ständig mit Waffenvorteil. Ja gut, Sun Quan hat einen Vorteil gegenüber uns. Aber den werden wir auch hier irgendwie noch in die Knie zwingen. Sei es und mit Musu. Lu Gong ist geflohen. Ernsthaft? Ernsthaft? Lame. Liu Biao schon voll siegessicher. Hat gerade mal begonnen und ja, that's right. Drive back Sun Quan's forces oder Sun Jian's, egal. Die Sun's halt. Oh nein, die wollen in die Burg. Han Dang mit seinen Plan, ne? God damn it. Das müssen wir verhindern. Bei der Macht von Red Hair, bei der Schnelligkeit von Red Hair. Komm schon. Wir müssen alles geben, noch rechtzeitig dazu erscheinen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Han Dang wird in der Burg erscheinen. Allerdings, wenn Wenping Han Dang auffällt, dann können wir vielleicht noch rechtzeitig erscheinen. Wenping retten und somit den Überraschungsangriff verhindern. Das wäre nice. Han Dang will natürlich wieder seinen Ruhm haben. Trotzdem muss er seinen Weg noch an Wenping vorbeibahnen. Und er hält noch ein bisschen durch. Und das ist auch gut so. Denn wenn er lange durchhält, dann wird schon bald Gan Ning zu seiner Hilfe eilen. So, ja, Gan Ning war ja früher Pirat. Und später hat sich dann Liu Biao angeschlossen. Und wo Liu Biao dann gestorben ist, bei einer gewissen Schlacht, musste Gan Ning dann unter dem Befehl von Huang Zu arbeiten. Und mit der hat er sich dann zerstritten und deswegen ist er dann nach Wu geswitcht.
Und da ist er dann auch bis zu seinem Tod geblieben. Shamoka hat ja Ganling umgebracht bei Schlacht vor Yiling. Boah, ist hier gerade wieder richtig fail hier. Ja, immer welche im Waffenvorteil sind. Wenn man eigentlich aufpasst, ist sofort am Arsch. Ja, hier gibt es wenigstens was zu heilen. I like that. Wir heilen uns doch so, auf dem Pferd sind und Gegner besiegen. Auch Ganling hat diesen Skill drauf. Alter, übertreibt's doch nicht so. So, machen wir ein bisschen Oldschool Ganling hier mit Schwert. Früher hat er immer ein Schwert gehabt. Meister des Stroms hieß das. Natürlich an seinen Piratenkarriere angelehnt ist. Also Strom ist jetzt nicht der Strom von Aeon gemeint. Nee, tatsächlich der Strom als Fluss. Der reißende Strom. Gut. Ja, endlich! Das ist doch das, was ich die ganze Zeit sehen wollte. Alle down! Ja, der Oldschool-Gunning ist eben halt der beste Schwert. Wenn man sagen muss, in Dice Wars 6 hat er Dolche gehabt, da war so richtige Assassine. Deswegen hieß mein Assassine damals in Guild Wars auch mal Gunning. Wegen den zwei Dolchen. Also hat er wirklich nur in Dice Wars 6 gehabt. Fand ich es überhaupt nicht ganz so schlecht. Finde ich sogar besser als dieses komische Flegel hier. Passt besser zu Gunning. Diese Dolche. So, jetzt hat er total siegessicher. Jetzt befiehlt er hier den absoluten Angriff. Und schon sind die Tore offen. Von Zhujian. Ich glaube, jetzt hätten wir ihn in eine Falle locken können. Wäre Lugong noch am Leben gewesen. Weil jetzt kommt er selber raus. Ja. Aber Lugong ist halt ganz, ganz früh schon gestorben. Weiß nicht, hätte ich vielleicht retten sollen oder so. Weil er hat ja nur nicht mal gesagt, ich brauche Hilfe. Warum hilft mir keiner? Das hätte er wenigstens sagen müssen. Kann es hier nicht riechen, dass er am Flacken ist. Also, nicht meine Schuld. Alter, wie siegessicher ist der liebe Yao denn? Er geht aus zu einer Festung raus, öffnet das einzige Tor, was ihn schützt, ne? Zieht direkt in Kampf mit dem Tiger von Jiangdong. Ist ja auch so ein leichter Gegner, ne? Der Tiger von Jiangdong, also Sun Jian. Ey, der ist so voll bekloppt hier. Der liebe Yao. Gott. Und Mian Xiao natürlich. Sun Quans Frau hier am Start. Zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht Sun Quans Frau. Ah, Sun Jian haben wir hier. Die anderen sind schon down, ernsthaft? Nee, ist auch nicht so. Okay. Wenn ihr nicht anders down gehen wollt, muss ich das halt auf die harte Tour machen. Bam. So, jetzt mal was mit einem schönen Musikzorn. Ganz gediegen hier. Doch, die Mian Chi will ja jeden Gegner mitnehmen hier. Und dann haben wir das auch schon. Unser Kommandant ist in Gefahr. Oh, liebe Biao. Seht ihr? Zu siegessicher, ne? Schon ist am Flacken. Direkt hat der Kampf begonnen mit dem Tiger von Jiangdong. Schon hat er Probleme. Jetzt kommt Huang Zhong auch aus der Festung raus, aber ist alles nicht nötig. Denn Ganning ist ja da gewesen. Schön. Nette Schlacht. Hat mir gefallen. Wenn auch natürlich sehr kurz. Boah, wie cool der sich fühlt, ne? Es ist eigentlich gar nicht so. Yu Biao ist überhaupt nicht so ein Typ, der sich so cool fühlt. Historisch gesehen ist er eigentlich so ein Feldherr, der eigentlich sehr viel Macht haben hätte können. Hätte er sich mehr getraut, hätte er zu den großen Mächten gehört. Er hat sich nichts getraut, er hat immer in seiner Provinz verweilt und sich eigentlich aus allen rausgehalten. Weil er ist so ein bisschen zurückhaltender Herrscher gewesen. Und das passt ihm halt gar nicht, wenn er jetzt hier so einen auf cooler Herrscher macht, so, ich bin der Größte. Total, liebe Yao, untypisch. Naja. Gut. Das war die Schlacht von Xiangyang. Hat mich gefreut. Hab mich auch lange drauf gefreut. Das haben wir sie endlich gemacht. Ich fand's nice. Natürlich. Also, Warriors. 3 war die noch epischer. Aber, so auch schon ganz nett. Gut, im nächsten Part wird es ebenfalls wieder nice. Denn dann machen wir die Schlacht vom Wu-Territorium, aka die Schlacht von Wujun. Mit Liu Yao, aka Liu Yong. Die drei Barbaren, Liu Yao, Yan Bai Hu und Wang Lang. Gegen Sun Ce, kleine Eroberer, der das Land seiner Urväter, seiner Vorfahren einnehmen will. Ja, das wird interessant. Freunde, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, für das Video gerne favorisiert. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Danke fürs Anschauen. Macht's gut. Haut rein.